So, meine Freunde, dies ist jetzt der Fahrradsattel. Hier habe ich jetzt umgebaut, also eingebaut. So. Jetzt ist alles mit Lederoptik. Ist ja auch eine Ledertasche und dies hier auch ein rein pure Leder. Und diese Pito Pito, mein Padbike, habe ich auch ein Upgrade gemacht. Wie Sie das sehen, das war das Original Pito Pito, die Unboxing. Und jetzt sieht er so aus jetzt. Das Fahrrad habe ich dir abgegradet. Da war ein Fernseher, das ist das Original, war noch nicht abgegradet, aber jetzt habe ich schon die ganze Upgrade gemacht. Dieser Sattel, dieser Brookssattel. Und Schutzblech. Beide, hinten und vorne, das ist vorne, und habe ich auch eine Lichtanlage installiert, kontrolliert von Controller. Dann schauen wir mal. So. Ist hier drücke und da steht Licht, dann leuchtet auch das Licht vorne. Das ist von Spanninga Axiglock Locks. Frontscheinwerfer. Ja. Dann habe ich auch hier eine Alibio, Shimano Alibio Gitaus. Da war ein Shimano. Ja, okay. Was? Und dann habe ich auch hier eine Leder, Leder und weil das ist das Original. Und dann habe ich auch eine Tektro hydraulische Bremse mit Motorabschalter integriert. Beide links und rechts. Und diese Purbau habe ich auch getauscht. Und der Lenker und die Gabel. Diese eine Lockgabel.
here. Eskain Mosso, Kabelmeyer Habsigitaus, mit 32 Stanchion hier. So, das ist die Bremse, Scheibenbremse und dies auch. Diese ein 203 mm. Dies Bremse, also mit spezielle zum Abkühlung, wenn man bremst, stark bremst, hat ein bisschen dickere Metall. Und das ist auch spezielle Schrauben und diese eine mit Sicherung, das ist also Diebstahlsicher, naja, ein bisschen bis ganz, hat eine spezielle Schraube hier, um das zu öffnen. Schauen wir mal das Ganze. Das Lichtanlage und das ganze Reifen und auch diese Reifen, da war ein Kinderreifen damals, jetzt habe ich mit B-Tire getauscht, aber die gleiche große 26 mal bei Pier. Und aber, das ist eine, also tubeless, also ist kein Schlauch drin mehr, sondern nur noch die Flüssigkeit, ist ein bisschen leichter jetzt, und das war Anweisung für Loop. Bis wer man ist. Dann habe ich auch eine Neopren für Akku gekauft, weil jetzt so seit es Winter und um Akku nicht schnell entladen, dann braucht man diese Schutz. Ist eine Neopren. Es schützt die Akku unter 15 Grad. Und das ist die. Und die habe ich auch installiert. Ist nur für kleine Sachen. Auch habe ich auch für Akku, für Lichtanlage gedacht, aber das Fahrrad ist schon schwer, deswegen habe ich wieder meinen Plan geändert, dass die Akku nicht mehr eine separate Akku für Lichtanlage genutzt wird. Diese auch habe ich auch getauscht. Ist auch die gleiche Firma wie bei Purbau. Und diese habe ich auch extra gekauft. Das ist auch ein Leder von Amazon. Für 15 Euro, aber ist auch von Engine hergestellt und auch von Engine gekommen ist. Und das ist auch und diese auch eine spezielle Schrauben. Ist aus Titan, also und mit spezielle hier, da kann man schnell kaufen, ohne spezielle Werkzeug kann man nichts diese wegtun oder abschrauben.
Isa ni spesyele. Isarabe. So, kamanis ayang pakwektun. Musman so es dise. Absraben. So, do kaman pondin. Wektun. Sons. Ujenetsinis. Consist. This is 108 millimeter. This brims this is gonna be by porne abanor kleiner. This is 180 millimeter. This is für mein Anhänger installiert. Das ist wieder das Tektro. HD350 is speziell für Pito-Pito para da gedag. Ja, das kostet, naja, inklusive Versand 175 Euro. Naja, ist ganz schön teuer, aber es lohnt sich. Schauen wir mal nochmal das Ganze. Jetzt gehen wir an die andere Seite des Brucks und diese habe ich auch installiert. Rucklich. Das habe ich auch gemacht. IMJ, IMJ Custom Build. Da bin ich. Die habe ich nur aufgeklebt. Auch Silber gemacht. Und jetzt gehen wir hier an der Seite. Sehen Sie? Das ist der Reifen, 26x4 Single Compound mit 172 TPE, bisschen besser. Jetzt, okay, diese Ritzel habe ich auch umgetauscht. Ebanor von Original 7 Gänge, Shimano 7 Gänge, aber jetzt habe ich mit jetzt diese mit 9 Gang jetzt. Diese Ritzel ist eine spezielle gemacht oder hergestellt für E-Bike. Name ist Business, also von irgendwas von Sun. Aber nicht von Santor. Und sehen Sie das Motor hier, der Motor. Und das ist auch, wie gesagt, habe ich auch getauscht. Jetzt Alibio und habe eine extra Schutz installiert. Das auch noch. Das ist Torque Schutz oder wenn das stark dreht, weil der Motor hat eine starke Torque. Er dreht so stark. Deswegen habe ich das auch extra gebaut. Extra installiert. So. Und diese goldene Barbene Ketten von KMC. Und dies war das Original noch. Aber
Diese ist nicht so original, habe auch getauscht. Das ist mit kleinere und größere Zähne, so dass nicht während der Schaltung nicht die Ketten springt. Okay. So, schauen wir mal. Das ist die von dieser Seite. Mal von dieser Seite her. So, diese auch mit Lockout, da kann man also auf die ebene Straße, das nicht so viele, also wie heißt das auf Deutsch, kann man diese Lockout einpacken, ausschalten. Original verbaut, die Mosel Peter Gabel hat eine Spirale, Metallspirale, und diese ist speziell auch, dieses Schwarz hier, speziell beschichtet. So. Das mal hier, hier 26 Zoll. Okay. Und was noch? Das sind die Lissanlage. Und habe ich auch eine Uhren hier, ein Analog. Gebaut. Installiert. Und schau mal. Und das war's. Ich glaube, ich habe schon alles. Pito Pito, Pat Bike jetzt. Da muss noch immer mit speziellen Wachs oder Bett immer einbetten. Wie dies habe ich gerade eingebettet. Auch dies habe ich auch extra eingebettet. Tektro benutzt auch die gleiche Mineralöl wie bei Shimano.